Es gibt ein neues Nomura-Interview zu Kingdom Hearts 4 und Missing Link mit interessanten Details. Und Verum Rex hat tatsächlich schon sehr, sehr, sehr bald sein Release. Aber nicht so, wie ihr denkt. Submit! Wir leben in wilden Zeiten. Hallo Internet! Tetsuya Nomura hat in Japan vor kurzem mit dem Young Jump Magazin geplaudert. Es ging in erster Linie um Final Fantasy 7, aber mein Rebirth einfach erklärt dauert einfach noch und deswegen ignorieren wir diese Details einfach mal kurz. Er hat dabei aber auch einige verbale Krümel zu Kingdom Hearts 4 und Kingdom Hearts Missing Link fallen lassen und über genau die sollten wir mal kurz sprechen. Tatsächlich hat Nomura in diesem Interview nämlich Dinge erwähnt, die ich teilweise schon vor Jahren in meinen Videos angesprochen habe. Die Übersetzungen sind teilweise von Twitter, teilweise aus der englischsprachigen Community und teilweise von mir selbst. Aber jetzt kommen wir endlich mal zu dem Interview. Nomura spricht darüber, dass seine Spiele immer ziemlich komplex sind und sogar die Leute, die daran arbeiten, manchmal nicht verstehen, worum es geht. Es gibt Details und Konzepte, welche zum Beispiel selbst den Synchronsprechern nicht klar sind. Und auch wenn man es ihnen dann erklärt, verstehen sie es meistens nicht auf Anhieb. Ja Mensch, wer hätte es gedacht? Kein Vorwissen nötig, hä? Nomura sagt im Endeffekt, da kann man aber nichts machen, da er der Einzige ist, der wirklich alles durchblickt und auch an Dinge denkt, die noch gar nicht gezeigt wurden. Deswegen macht Nomura sich auch oft Notizen, damit er selber wichtige Dinge, die er in der Zukunft mal umsetzen möchte, nicht vergisst. Und der nächste Punkt ist wild. Trotz dieser Notizen schaut Nomura, der kreative Kopf hinter Kingdom Hearts oder der Final Fantasy Remake Trilogie, er selbst schaut oft YouTube-Videos oder Reviews von anderen Leuten, um nochmal aufzufrischen, was in früheren Teilen passiert ist. Er guckt sich manchmal auch Theorienvideos von Fans an und denkt sich dann, oh, das ist wohl doch alles gar nicht so kompliziert, wie ich dachte, dass es sein würde. Echt überraschend, wie genau sich die Fans das dann doch anschauen. Nee, Nomura-san. Beken saksu des. Hitotsu iru koto ga arimasu. Mou genkai da shi, kore iju tara yara soi ni nai desu. Sore kara, Star Wars o Kingdom Hearts hatsu ni dashite kuremasen ka? Soshitara yoroshimasu. Arigato. Als nächstes sagt Nomura noch einmal etwas, was ich auch schon in diversen Videos auf YouTube oder beim Zocken im Livestream gesagt habe. Nomura hat Kingdom Hearts nie von Teil 1 an durchgeplant gehabt. Der Mann improvisiert jede Menge. Als Nomura an Kingdom Hearts 1 gearbeitet hat, hat er sich schon ein paar Gedanken zu Teil 2 gemacht. Als er an Teil 2 arbeitete, hat er sich schon Gedanken über die Spin-offs und letztlich Teil 3 gemacht. Er arbeitet immer nur von einem Teil zum nächsten Hauptteil. Und Leute, das ist wirklich ganz wichtig zu verstehen, weil das die Story stellenweise so kompliziert macht. Das ist der Grund, warum es in Kingdom Hearts so viele Retcons gibt. Weil Nomura einfach improvisiert. Als er Teil 1 gemacht hat, da hat er noch nicht daran gedacht, dass Ventus in Sora schlummert. Die Idee kam ihm erst nach Teil 2. Deswegen sage ich auch immer, jeder Person, die mit Kingdom Hearts anfangen möchte, dass sie die Spiele nicht chronologisch, sondern nach Release-Reihenfolge spielen soll. Weil man dann nämlich Nomuras roten Gedankenfaden folgt und jedes Spiel in der Release-Reihenfolge, mal mehr und mal weniger, das nächste Spiel anteasert. Spielt ihr es chronologisch, dann werden euch eher die ganzen Retcons und Ungereimtheiten auffallen, was euch am Ende vielleicht nur noch mehr verwirrt und ihr die Story auch als weniger rund und damit vielleicht auch als weniger gut empfindet. Der Punkt, warum ich darauf so rumreite, ist aber, dass ich möchte, dass ihr Nomuras Arbeitsweise versteht. Weil wenn ihr versteht, wie dieser Mann arbeitet, dann fällt es euch auch viel einfacher, die Story seiner Spiele zu verstehen. Und genau darum geht's hier ja immer. Ja, hin und wieder hat Nomura eine Idee und schreibt sie wie gesagt nieder und holt sie dann vielleicht Jahre später noch einmal hervor.
Es ist aber nicht gesagt, dass er das mit jeder Idee macht. Und ja, ein wichtiges Detail aus diesem Interview ist, dass Nomura noch einmal betont, dass er das Zitat aus Kingdom Hearts 1: Ich habe in letzter Zeit so seltsame Gedanken. Ist das jetzt nur ein Traum oder nicht? Dass er dieses die ganze Zeit im Hinterkopf hatte und dass er es in Kingdom Hearts 4 endlich wieder aufgreifen möchte. Das wird vermutlich stark mit Quadratum zu tun haben, so wie es in Kingdom Hearts 3 auch noch einmal aufgegriffen wurde. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass Nomura seit Teil 1 alles durchgeplant hat. Viele Fans verstehen das immer wieder falsch. Nomura hat einfach ein Notizbuch mit Ideen, von denen er immer mal wieder 2, 3 hervorholt, wenn es passt. Glaubt mir aber bitte, wenn ich euch sage, dass es wohl so sein wird, dass auf jede Idee, die Nomura nach x Jahren wieder aus dem Hut zaubert, mindestens 10 Ideen kommen, die wir niemals wiedersehen oder von denen wir jemals irgendetwas auch nur im Entferntesten gehört haben. Ja, er denkt voraus und hat Ideen. Aber nicht so, wie manche sich das vorstellen. Er plant nicht akribisch voraus. Und wenn, dann nur einen Teil im Voraus. Das wiederholt Nomura noch einmal im Interview, in dem er, wie eben gesagt, natürlich während der Entwicklung von Kingdom Hearts 3 bereits Gedanken zu Kingdom Hearts 4 hatte, aber eben nur zu Teil 4. Und nicht auch noch zu 5 und 6. Nomura räumt scherzhaft ein, dass die Leute wahrscheinlich Kingdom Hearts 4 nicht als Teil 4, sondern eher als Teil 13 oder so sehen, weil schon so viele Spin-Offs, die alle zusammenhängen, veröffentlicht wurden. Und als er zu Missing Link gefragt wird, gibt er mit einem Lachen zu, dass er sich wirklich Sorgen darum macht, dass manche Leute der Story später nicht folgen können, weil wichtige Teile der Story sich in Handyspielen wie Missing Link verstecken. Am I a joke to you? Alter, der trollt doch! Nomura ist sich dem größten Problem der Reihe also definitiv bewusst. Und das Folgende ist etwas, was mich wirklich sehr freut zu hören, weil ich in der Vergangenheit genau das angesprochen und eingefordert habe. Missing Link und Kingdom Hearts 4 sollen laut Nomura einsteigerfreundlicher werden. Nomura sieht die beiden Spiele weniger als Fortsetzungen, sondern mehr als neue Teile. Und ich habe schon mitbekommen, wie genau diese Aussage von Nomura zu Verwirrungen und Sorgen bei manchen Fans führt. Lasst mich euch erklären, was ich glaube, was Nomura damit eigentlich meint. Ich habe schon gelesen, einige Fans glauben nun, dass Kingdom Hearts 4 eine Art Reboot wird und wir plötzlich komplett bei Null anfangen. Aber nein, das wäre totaler Quatsch. Keine Sorge, das macht Nomura nicht. Er sagt nämlich auch, dass langjährige Fans die Story viel, viel tiefergehender verstehen werden können als Neulinge. Es wird laut Nomura schon Aha-Momente geben, wo man als Fan sagt, das ist es, auf diese Szene habe ich gewartet. Aber das Ganze wird in jedem jeweiligen Teil selbst nochmal neu aufgerollt und auserzählt werden. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus Kingdom Hearts selbst, was das Ganze, glaube ich, greifbarer macht. Wenn man als langjähriger Fan schon von Anfang an dabei ist, dann hat man vermutlich erst Kingdom Hearts 1, dann Chain of Memories und dann Teil 2 gespielt. Wenn man Teil 2 startet, dann beginnt man, wie wir alle wissen, nicht mit Sora, sondern mit Roxas und von Donald und Goofy gibt es auch keine Spur. Man ist dann erstmal sehr verwirrt, weil man diesen Rucksack oder wie der heißt, zuvor noch nicht kennengelernt hat. Aber jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Im Verlauf der Geschichte von Kingdom Hearts 2 wird einem erklärt und gezeigt, wer Roxas ist und wo er wie entstanden ist. Das Spiel erklärt einem deutlich, wer Roxas ist. Es kann sein, dass, wenn ihr als Fan erst später eingestiegen seid, ihr, wie vorhin erklärt, meiner Meinung nach einen kleinen Fehler begangen habt und 358 over 2 days vor Kingdom Hearts 2 gespielt habt. Wenn ihr dann Teil 2 startet, dann wisst ihr schon die ganze Zeit über, wer Roxas ist. Ihr versteht von Anfang an besser, wer die Organisation 13 ist und was sie von ihm wollen und so weiter. Was meiner Meinung nach halt nicht gut ist, weil Teil 2 will, dass ihr am Anfang verwirrt seid. Das ist Teil der Experience. Aber ich schweife ab. Das, was Nomura in diesem Interview zu Kingdom Hearts 4 und Missing Link sagt, ist das gleiche wie in Kingdom Hearts 2. Wenn ihr 358 over 2 days bereits kennt, dann versteht ihr die Story von Teil 2 viel tiefgehender. Aber ihr müsst 358 over 2 days nicht gespielt haben, um die Story von Teil 2 an sich verstehen zu können. Ich glaube, es ist genau das, was Nomura in Bezug auf den Neustart von Missing Link und Kingdom Hearts 4 meint. Habt also keine Angst, dass ihr auf einmal alles über den Haufen wirft, woran er die letzten 20 Jahre gearbeitet hat. Und wie gesagt,
Ich finde das richtig gut. Kingdom Hearts muss einfach verständlicher für neue Fans werden. Die Reihe ist berüchtigt für ihren komplizierten Plot. Und das ist wohl auch der triftigste Grund für viele, nicht mit Kingdom Hearts anzufangen. Ob der Satz "keine Vorkenntnisse notwendig" bei Kingdom Hearts 4 dann zum ersten Mal wirklich stimmt oder ob das auch wieder nur eine dreiste Marketinglüge ist, sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich bin gespannt! Nomura scheint es aber dieses Mal wirklich ernst zu meinen, denn es wurden jede Menge neue Leute für Missing Link und Kingdom Hearts 4 rangeholt, die von der bisherigen Reihe keine Ahnung haben. Nomura macht das, weil er sich so einen wirklich frischen Start erhofft. Das ist übrigens laut ihm auch der Grund, warum das Logo der Reihe für Kingdom Hearts 4 angepasst wurde. Wenn er nun viele neue, jüngere Personen in die Entwicklung von Kingdom Hearts einbezieht, ist das darüber hinaus aber auch einfach eine Vorbereitung auf die unausweichliche Zukunft. Denn wie ebenfalls vor einiger Zeit schon von mir in meinen Videos diskutiert, spricht Nomura hier das erste Mal von seinem Ruhestand. Das hat er, soweit ich weiß, bisher noch nie im Kontext zu Kingdom Hearts oder Final Fantasy getan. Er wurde nämlich nach dem Ende der Kingdom Hearts Reihe gefragt und Nomura sagt selbst, dass er ja nur noch ein paar Jahre hat, bis er eigentlich in Rente gehen müsste. Mit einem Lachen sagt er, dass er sich nun überlegen muss, was eher passieren soll, Kingdom Hearts abzuschließen oder sich zur Ruhe zu setzen. Deswegen macht er Kingdom Hearts 4 nun als einen Teil, dessen Story in sich abgeschlossen sein wird. Soll heißen, Kingdom Hearts 4 tritt mit dem Meister der Meister nun nicht weitere 8 Spin-offs los und den Showdown gegen den Meister der Meister sehen wir nicht erst in Kingdom Hearts 7. Auch das hatte ich bereits in einem meiner Videos vermutet. Nomura bereitet sich darauf vor, die Plotpoints, die aktuell noch in der Luft hängen, auch wirklich abzuschließen. Bisher hatte Kingdom Hearts mit jedem Teil gefühlt 3 Fragen beantwortet und dabei direkt 5 neue aufgemacht. Und diese 5 Fragen haben sich dann auch noch auf mehrere Spin-offs verteilt. Genau das möchte Nomura jetzt wohl nicht mehr machen. Und meine Güte, was bin ich froh darüber, wenn ich das lese. Um das nochmal deutlich zu sagen. Das heißt nicht, dass wir keine komplexe Story bekommen werden. Ich wette darauf, dass auch Missing Link und Kingdom Hearts 4 uns so richtig zum Grübeln bringen werden. Nur ist Nomura jetzt wohl endlich klar geworden, dass er der Leim ist, der dieses Franchise aktuell zusammenhält. Und wenn er diesen Klebstoff zu dünn und auf zu viele Bruchstücke verteilt, dann hält das nicht und alles fällt auseinander. Nomura wird sich mit Kingdom Hearts 4 einfach nicht erneut 12 Spin-offs aufhalsen. Es könnte also wirklich bedeuten, dass wir in Kingdom Hearts 4 am Ende bereits unseren großen Showdown gegen den Meister der Meister haben. Und das ist auch das, wovon ich die ganze Zeit bisher ausgegangen bin. Die Propheten bzw. Schüler vom Meister der Meister werden wohl die Rolle im Spiel einnehmen, die in Teil 2 und Teil 3 die Organisation 13 hatte. Und am Ende gibt's dann einen großen Kampf und der Tag ist gerettet. Ende. Für viele klingt das bestimmt irgendwie so total endgültig, so als würde nach Kingdom Hearts 4 nichts mehr kommen und nach dem Ruhestand von Tetsuya Nomura es dann kein Kingdom Hearts mehr geben. Aber nein, entspannt euch. Was ich zum einen schon so oft gesagt habe ist, solange es gutes Geld einbringt, werden sie auch weiterhin neue Kingdom Hearts Spiele produzieren. Das ist ein Business und solange die Leute es kaufen, werden sie es produzieren. Angebot und Nachfrage und so. Zum anderen, wenn Nomura davon spricht, dass die Story von Teil 4 in sich geschlossen ist, heißt das nicht, dass man danach keinen neuen Teil mehr anbauen kann. Ich erinnere euch gerne noch einmal, wie vorhin, an Kingdom Hearts 2. Allein von Kingdom Hearts 1, Chain of Memories und Teil 2 gesehen, war auch Teil 2 in sich geschlossen und man hätte die gesamte Reihe ohne weiteres damals hier beenden können. Xemnas und die Organisation 13 war besiegt. Selbst Malefiz hatte den Hauch eines Sinneswandels durchgemacht und man hätte sie genauso als keine größere Bedrohung für die Welten mehr stehen lassen können. Ansem hat sich geopfert, Mickey wurde von Donald und Goofy gefunden und Sora und Riku waren zurück auf Destiny Island mit Kairi vereint. Sogar der mysteriöse Catchphrase, das heute leicht vergessene MacGuffin von Mickey, dass Sora der sein wird, der die Tür zum Licht öffnen wird, war mit dem Ende von Teil 2 irgendwie erfüllt. Mit Ausnahme von dem Brief, in dem sonst was hätte drinstehen können, und dem Secret Ending, was ja auch nur ein Prequel und kein direktes Sequel angekündigt hat, gab es keinen losen roten Faden mehr. Auch Kingdom Hearts 2 war in sich abgeschlossen und es hätte das Ende der Reihe sein können. Ist es aber nicht geworden.
Und solange die Verkäufe von Kingdom Hearts passen, bin ich mir sicher, dass es auch irgendwann Kingdom Hearts 5 geben wird. Im Zweifelsfall dann halt ohne Nomura. Und ja, das klingt im ersten Moment auch irgendwie richtig schlimm. Aber im Endeffekt ist das unausweichlich und... naja, es gibt heute viele Franchises, bei denen die ursprünglichen Köpfe nur noch wenig bis gar nicht involviert sind. Und ja, es gibt da positive Beispiele, wo das gut funktioniert und genauso negative Beispiele, wo das überhaupt nicht gut funktioniert. Aber wie das dann später mit Kingdom Hearts aussehen wird, müssen wir sehen, wenn es soweit ist. Aber nur nochmal fürs Protokoll. Tetsuya Nomura ist aktuell 53 Jahre alt. 12 Jahre muss er also auf jeden Fall noch ackern. Und 12 Jahre sind eine lange Zeit. Und ich will gar nicht erst davon anfangen, dass es in Japan scheinbar gang und gäbe ist, dass man einfach nie so richtig in Rente geht, sondern man als erfolgreiche Person eher arbeitet, bis man irgendwann in die Kiste springt. Shigeru Miyamoto ist zum Beispiel 71 und turnt immer noch bei Nintendo rum. Und Hayao Miyazaki ist 83 und hat erst letztes Jahr für sein Anime Der Junge und der Reiher sogar noch den Oscar bekommen. Ich glaube also, Tetsuya Nomuras Arbeit bleibt uns noch sehr lang erhalten. Aber trotzdem ist es wichtig, dass Nomura sich darauf vorbereitet, andere Leute darauf vorzubereiten, irgendwann das Steuer zu übernehmen. Wie wir wissen, ist das nämlich bei Nomuras wilden Konzepten keine leichte Sache. Wie passend, dass er hier im Interview auch noch einmal auf Quadratum und die Irrealität oder auch Unrealität eingeht. Seit Kingdom Hearts 3 und Melody of Memory sind das feste Begriffe in der Kingdom Hearts Welt. Nomura erklärt, was er unter Unreality versteht. Sein persönlicher Geschmack ist einfach so, dass er Geschichten mit einem pseudorealistischen Setting lieber mag als High Fantasy. Nomura mag es einfach, wenn man die reale Welt als Grundlage nimmt und dann etwas Fantastisches hinzufügt, aber dabei nicht alles sofort komplett realitätsfern wird. Im Interview selbst werden tatsächlich Vergleiche wie Tokyo Ghoul und Jujutsu Kaisen herangezogen. Beide Geschichten spielen in einem realistischen Tokio, das lediglich um magische oder paranormale Dinge erweitert wird. Nomura sagt hier, dass er genau das schon immer sehr mochte und dass er ja auch schon 2007 genau deswegen The World Ends With You gemacht hat. Auch ein altes Thema bei mir auf dem Kanal hier, das irgendwie immer wieder kommt, ist hier natürlich auch wieder Versus 13. Als 2010 der erste Trailer zu Versus 13 erschien, hat dieses Spiel genau dieses Setting auf die Spitze getrieben. Das soll natürlich nicht heißen, dass Versus 13 dieses Setting erfunden hat, aber zumindest intern bei Square Enix gab es das bis dahin so noch nicht. Dass Nomuras Versus 13 wohl auch wegen seinem Setting noch immer in seinem Kopf herumschwirrt, sodass er es indirekt in Kingdom Hearts 3 und 4 eingebaut hat, ist wirklich ein schönes Puzzlestück, das unsere Sicht auf diese unendliche Geschichte erweitert. Und auch hier habe ich euch ja schon in früheren Videos wirklich einiges zu Nomuras Gefühlen und den Hintergründen zu diesem gecancelten Spiel erzählt. Es gibt bis heute jede Menge Leute, die sich wünschen würden, dieses Spiel doch noch bekommen zu können. Und vielleicht haben wir schon bald eine Version von Versus 13, die wir alle zocken können. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Aber Versus 13 erscheint am 27. September 2024 auf PlayStation, PC und Nintendo Switch. Es heißt nur nicht Versus 13. Und es ist nicht direkt von Square Enix. Es heißt Reinartes. Und es hat Nomuras Zustimmung. Leute, jetzt wird der Gehirnschmalz krümelig. Wir haben jetzt alle neueren Infos aus dem Interview abgearbeitet, aber gerade der Fakt, dass Nomura in diesem Interview The World Ends With You erwähnt, als auch das Setting von Quadratum und dass er scherzhaft sagt, dass seit er dieses Setting gepusht hat, er das Gefühl hat, dass irgendwie jeder so ein Setting macht. Das hat mich so getriggert, dass ich mit euch jetzt nochmal über Reinartes sprechen muss. If you know, you know. Wenn nicht, schnallt euch an. Es wird wild. Ich bin mir sicher, wenn ihr auf dieses Video geklickt habt, dann seid ihr sowohl mit Verum Rex aus Kingdom Hearts als auch mit Versus 13 von Square Enix vertraut. Ich habe ja auch schon sehr viel dazu in anderen Videos gesagt. Ich möchte euch einfach mal ein paar Ausschnitte aus dem Reinartes Trailer zeigen und bitte denkt dabei im Hinterkopf an Versus 13 und Yozora aus Kingdom Hearts 3. Thank you.
夜の渋谷のカオス、それが人を引きつけてやまない。漂う魔法物質、ドミヌスの森の入り口だ。その風に乗って見せてくれよ最強を。終わりだ。見切った。食らいやがれ。サンゲスミラスポテンティアティ武家後進の嵐。Meine erste Reaktion, als ich vor Monaten diesen Trailer gesehen habe, war, dass irgendjemand in China wohl schon wieder Ideen von anderen klaut. Ich meine, kommt schon, das Setting mit Shibuya in Tokio, das Design der Charaktere. Schaut euch den Protagonisten an, seine Kleidung, seine Haare oder der Fakt, dass seine Augen beim Kämpfen rot leuchten, dass er sich einer Frau entgegenstellt, die scheinbar ähnliche magische Kräfte wie er hat. Die Musik, die mich sofort an Somnus erinnert hat. Und natürlich das Setting. Fantasy based on reality. Ich fand es auf der einen Seite mega dreist, dass man sich hier einfach so offensichtlich bei Kingdom Hearts und Versus 13 bedient. Aber auf der anderen Seite auch unglaublich lustig, weil ich dachte, hey, also aus Versus 13 wurde nie was und Verum Rex ist offiziell gar nicht angekündigt. Also kommen da jetzt einfach irgendwelche anderen Leute Square Enix zuvor. Es gab dann um den 1. April herum sogar Meldungen, die besagten, dass Reinhardtis ein offizielles Crossover mit Neo The World Ends With You bekommen würde. Und da diese Meldungen so nah am 1. April waren, dachte ich mir nur, da haben halt noch ein paar Leute in den Clown gefrühstückt, witzig, ja, okay, aber da wird ja wohl nichts dran sein. Doch dann gab's irgendwann einen offiziellen Trailer dazu. Ja, ich weiß genau, was ihr jetzt denkt, weil mir ging's ganz genauso. Nachdem ich diesen Trailer gesehen hatte, habe ich angefangen, das Spiel ernst zu nehmen. Und was sich dann in den folgenden Wochen an News vor mir ausgebreitet hat, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Das Spiel wird, wie gesagt, nicht von Square Enix entwickelt, sondern von Furio, ein Studio, das seit 2007 existiert, aber meistens nur relativ dürftige Lizenzspiele zu zum Beispiel Beyblade gemacht hat. Also absolut nichts, was man mit Square Enix vergleichen würde. Der noch recht junge Director von Reinhardtis heißt Takumi Isobe und hat bis auf das bei Kritikern nicht besonders erfolgreiche Trinity Trigger noch kein weiteres Spiel entwickelt. Man könnte anhand der Absätze und Größe des Spiels schon eher von einem kleinen Indie-Spiel sprechen als von einem wirklich großen Spiel eines Publishers. Wie genau kommt da jetzt auf einmal eine offizielle Collaboration zustande und warum sieht das Spiel so sehr nach Verum Rex bzw. Versus 13 aus? Warum wirken die Welt und die Konzepte so vertraut? Warum ist selbst die Musik so ähnlich? Dafür gibt es tatsächlich gute Gründe. Wisst ihr, wer die Story für Reinhardtis geschrieben hat? Hazushige Nojima. Nojima war nicht nur zusammen mit Nomura bei Kingdom Hearts 1 und 2 der Autor der Story, er ist auch bis heute der Mainwriter bei Final Fantasy 7 und anderen Final Fantasy Teilen. Wisst ihr, wer die Musik von Reinhardtis geschrieben hat? Yoko Shimomura. Die Frau, die seit Kingdom Hearts 1 so ziemlich jeden Kingdom Hearts Soundtrack und ebenfalls den Soundtrack von Versus 13 bzw. dann später 15 geschrieben hat.
Reinatus, das Spiel, das ich im ersten Moment für ein dreistes Plagiat von Versus 13 gehalten habe, hat also den Szenarioschreiber als auch die Komponistin von Kingdom Hearts und Final Fantasy an Bord. Und als wäre das nicht genug, gibt es in Reinatus ein offizielles Crossover von Neo The World Ends With You. Wisst ihr noch, dass ich in Neo The World Ends With You ein Crossover zu Kingdom Hearts 3 erwartet hatte, das es aber nicht gab? Tja nun, Reinatus hat nun immerhin ein Crossover zu TwiiWii. Und einen Moment. Ja, vielleicht habt ihr nun die gleiche Frage im Kopf wie ich, als ich das alles zum ersten Mal gehört habe. Wenn es eine offizielle Collaboration zu The World Ends With You gibt, dann muss das ja jemand bei Square Enix abgesegnet haben. Also, Nomura muss doch von diesem Spiel wissen. Stellt sich heraus, ja, er ist sich dem Spiel bewusst und er findet es sogar super. In einem gemeinsamen Interview von Nomura und Isobe sagt Isobe, dass er ein gigantischer Fan von Nomura ist und er seit The World Ends With You auf dem DS sein Fan ist. Nomura sagt, dass nur weil er so ein riesiger Fan ist und er so enthusiastisch war, diese Collaboration zustande gekommen ist. Kann man hier jetzt noch wirklich von einem Plagiat sprechen? Oder ist das alles nicht schon Absicht? Der Grund, warum ich diese beiden Themen, also das Interview mit Nomura über Kingdom Hearts 4 und Missing Link, als auch das Spiel Reinatus in ein und dasselbe Video gepackt habe und nicht etwa zwei einzelne Videos gemacht habe, ist der. Nomura erwähnt im Reinatus-Interview auch mehrere Male seinen Ruhestand. Das, was ich vorhin zu seinem Ruhestand gesagt habe, meine ich auch immer noch so. Mir ging, als ich das las und gerade mit dem Kontext vom neuesten Interview zu Teil 4, aber noch ein anderer Gedanke durch den Kopf. Was ist, wenn Reinatus so gesehen tatsächlich Verum Rex bzw. Versus 13 ist, weil Nomura mittlerweile glaubt, dass er dieses Spiel nicht mehr fertigstellen kann, selbst wenn er es versucht? Ungeachtet dessen, dass viele Japaner über den Ruhestand hinaus noch weiter arbeiten, habe ich so das Gefühl, dass Nomura mittlerweile vielleicht ein wenig aufgegeben hat? Kann es sein, dass all seine Versuche, Versus 13 mit Verum Rex in Kingdom Hearts zu pressen, letztlich gescheitert sind und er deswegen als letzten Strohhalm Reinatus unterstützt? Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ich kann euch sagen, ich erinnere mich definitiv an die Aussage von Nomura vom letzten Jahr im März. Da war das Kingdom Hearts Second Breath Konzert in Japan und Nomura war zusammen mit Yoko Shimomura auf der Bühne und er machte die nebulöse Aussage, dass etwas passiert sei, was die Zukunft von Kingdom Hearts gegebenenfalls negativ beeinflusst hat. Diese Aussage war alles und nichts und ich habe dem nicht besonders viel Bedeutung beigemessen, aber in meinem Kopf rattert es und es schleicht sich der Gedanke bei mir ein, was wenn Nomura zu dieser Zeit eine Absage von Square Enix bekommen hat und der neben Kingdom Hearts 4 nun Verum Rex doch nicht mit den Firmengeldern entwickeln durfte. Wenn wir all die Infos, die ich nun runtergebrettert habe, zusammen in einem Kontext betrachten, könnte es da sein, dass Nomura vielleicht Reinatus als eine Art letzte Chance für Versus 13 sieht? Es hört sich schon alles irgendwie merkwürdig an, wenn sowohl Yoko Shimomura als auch Kazushige Nojima, die in ihrer Branche und vor allem in Japan absolute Größen sind, zusammen als Freelancer an so einem kleinen Spiel wie Reinatus arbeiten, und es dann auch noch den Support von Nomura für das Spiel gibt. Die beiden können übrigens an Reinatus arbeiten, weil sie schon seit vielen Jahren nur noch als Externe für Square Enix arbeiten. Das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Ich dachte bis vor kurzem, die wären so wie Nomura fest bei Square Enix angestellt. Aber wenn du fest bei Square Enix angestellt bist, kannst du nicht in deiner Freizeit einfach ein anderes Spiel entwickeln, das sehr ähnlich zu den Spielen ist, die du bei deinem Arbeitgeber bereits entwickelst. Das wäre ein Interessenkonflikt und das wäre strafbar. Ich will nicht schon wieder den Aluhut aufsetzen. Aber was wäre, wenn Nomura vielleicht einen gigantischen Marketing-Stunt abzieht und aus Trotz zusammen mit seinen langjährigen Kollegen und Freunden Yoko Shimomura und Kazushige Nojima hintenrum doch Verum Rex entwickelt in Form von Reinatus? Auch die beiden waren damals an der Entwicklung von Versus 13 beteiligt. Soweit ich weiß, gibt es keine Infos darüber, wie sehr diese beiden vielleicht an dem gecancelten Spiel hängen. Aber wäre es so abwegig zu denken,
dass diese zwei ebenfalls gerne Versus 13 nach all den Jahren auf die Straße bringen wollen würden? Ist Reynatus für die drei vielleicht besser als gar nichts? Ist dieser Gedanke wirklich so abwegig? Ja, vermutlich schon. Nomura ist nicht Hideo Kojima und selbst der hat sich in den letzten Jahren echt zurückgehalten. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir dieses Gedankenkonstrukt nicht halt auch schon mal im Kopf herumgespukt hat. Im Endeffekt glaube ich nicht, dass Nomura so weit gehen würde und auch nicht, dass er die Zeit und Energie dafür hätte. Wenn man sich das Gameplay von Reynatus anschaut, dann wirkt es auch verhältnismäßig dürftig. Also für ein PS3-Spiel von 2012 sicherlich grafisch und spielerisch in Ordnung, aber es erscheint halt in 2024 für unter anderem die PS5. Wenn wir Reynatus mal direkt mit einem Trailer von Versus 13 vergleichen, dann sah Versus 13 meiner Meinung nach vor Jahren schon um Welten besser aus als Reynatus heute. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Nomura das als seinen eigenen Standard akzeptieren würde. Und der Aufwand und wer da alles dicht halten müsste bei so einer kleinen Verschwörung, wäre in der Realität sicherlich auch niemals umsetzbar. Am Ende ist es wohl wirklich nur ein kleineres Indie-Spiel von einem großen Nomura-Fan, der das Glück hatte, das Budget zu bekommen, um Shimomura und Nojima einzukaufen und dann auch noch den Support von Nomura zu bekommen. Und auch wenn es technisch absolut nicht zeitgemäß aussieht, habe ich genau für so ein Spiel, glaube ich, einen Platz in meinem Herzen. Und seien wir mal ehrlich, bis irgendwann Kingdom Hearts 4 oder, ich traue mich gar nicht mehr es zu sagen, Verum Rex erscheint, bis dahin ist Reynatus wohl das Beste, was wir in dieser Richtung bekommen werden. Die Story und der Soundtrack werden sicherlich trotz der altbackenen Technik richtig gut werden. Also, diesen Lückenbüßer nehme ich gerne mit. Wenn das Spiel erscheint, werdet ihr auf jeden Fall bei mir im Stream sehen können, wie das fertige Spiel dann tatsächlich so ist. Und hey, für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich da wirklich noch irgendwas zu Verum Rex oder Kingdom Hearts versteckt, bin ich dann auf jeden Fall up to date. Ich arbeite im Hintergrund immer noch am Rebirth einfach erklärt. Keine Sorge. Es kommt, wenn es kommt. Aber an dieser Stelle, weil ich es auch sowieso nicht oft genug sagen kann, vielen Dank an meine Patreons, die das Rebirth einfach erklärt Video finanzieren. Und auch vielen Dank an alle anderen, die mich abonnieren und anderweitig bei dem hier, was ich auf YouTube mache, unterstützen. Und damit sage ich euch wie immer, tschö mit Ö und haunse bounse und may your heart be your guiding key.